Willkommen, liebe Clasher, wollte ich gerade sagen. Willkommen, liebe Brawler, bei mir. Bei einer weiteren Folge Brawlstars. Ja, ich habe es ja schon angedroht. Ich wusste nur nicht, ob sie Freitag oder Samstag kommt. Aber ihr seht das, ich habe heute mal ein paar andere Augen auf, denn gerade diese kleinen Sachen hier auf dem Handy sind mir dann doch ein bisschen zu anstrengend mit der anderen Brille. Die wird ja jetzt irgendwann mal getauscht und deswegen habe ich heute einfach mal die aufgesetzt. Die nehme ich eigentlich immer so ein bisschen, wenn ich ein bisschen was lese oder so. Also lasst euch davon nicht irritieren. Es ist der gleiche Typ dahinter, aber ich meine, die rahmenlose Brille ist schon, die andere hat ja einen Rahmen, aber die hat halt unten keinen Rahmen und ist komplett transparent. Ist schon ein bisschen was anderes und sicherlich für euch erstmal gewöhnungsbedürftig, aber gewöhnungsbedürftig ist nicht, was wir hier im Brawl Stars machen. Und deswegen gehen wir sofort auch mal ins Geschehen rein. Ihr seht hier, ich war als letztes mit dem Frank unterwegs und ich habe mich hier jetzt mal positioniert. Das ergab die Tage ja so eine kleine Mini-Umfrage im Video mit den Rahmen hier. Wenn ich von dem Handy aufnehme, hier setze ich mich nicht mehr darunter, sondern ich glaube, so passt das. Wir können erstmal ein paar Truhen öffnen. Ihr seht das, ich sitze natürlich jetzt genau vor den Truhen. Also irgendein Tod muss hier auch sterben beim Aufnehmen. Deswegen nehmen wir erstmal hier, glaube ich, die beiden Truhen. Machen die mal auf, mal sehen, was da drin ist. Jetzt habe ich mich natürlich beim Titel schon so aus dem Fenster gelehnt, weil ich ja eine große Truhe kriege. Und da ist er vielleicht auch mal, auch ist er auch vielleicht mal ein Brawler für mich dabei. Mal sehen. Na komm, geh auf. Hallo, da kommt sie, okay. Da kommt die, alles klar. Und Penny dabei, Frank dabei. Und das ist auch gewesen. Da machen wir jetzt mal die Big Box auf hier. Mal sehen. Die braucht immer ein bisschen länger. Und da sind erstmal schöne Münzen drin. Also ich habe, glaube ich, auch alles an Gold ausgegeben, was ich hatte. Zum Leveln der anderen Brawler. Und wir haben kein... Oh, das war eine Mau-Truhe, muss ich sagen. Die Truhe war mau. Die Truhe war mau, aber ich habe natürlich die Tage eine Truhe gezogen mit einem Brawler. Den habe ich noch nicht gespielt. Ihr habt den, glaube ich, eben schon gesehen. Ich habe es ja verraten. Ich habe einen mythischen Brawler. Hurra, ich habe den Mortis gezogen. Schon vor Tagen. Aber ich habe die ganze Zeit dann nicht gespielt. Und deswegen wollen wir den heute mal nehmen. Wir wählen den mal aus. Und wir können den schon wieder Modis machen. Ich weiß nicht genau, wie man den eigentlich spielt. Ich muss jetzt mal noch ganz kurz einmal checken. Was kann der denn? Kann in Brawlboxen gefunden werden? Okay. Was macht der? Attacke. Schwingt seine Schaufel schnell vorwärts, okay, wie so meiner, wodurch sich für ihn Geschäftsgelegenheiten ergeben. Was ist das denn? Das ist ja krank. Okay, ruft ein Schwarm blutsaugender Fledermäuse bei die Trefferpunkte seiner Gegner, stehlen und ihn heilen. Gruselig, okay. Okay, das ist aber so ein Halbheiler, also so einer, der sich selber heilt. Und ich würde sagen, wir nehmen gleich mal die Juwelenjagd. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das Ganze hier so funktioniert mit dem Mortis heißt er, glaube ich. Mortis, okay. Ey, das fängt ja wieder stabil an hier. Aber der macht, glaube ich, was macht denn der? Ach, der schwingt sich so immer nach vorne. Ja, okay. Das habe ich schon gesehen. Und wir schwingen uns hier auch gerade nach vorne, nämlich wir leggen gerade durch. Ich muss mal eben gucken, wo ich verbunden bin. Ah, ich bin mit unten verbunden, das ist scheiße. Das ist ein bisschen doof. Wir gehen einmal raus und gehen einmal neu rein. Ich glaube, hier bleibt man im Game. Ich muss oben verbunden sein. Oben ist immer Repeater. Das ist in Ordnung. Einmal weggemacht und ich glaube, wir sind jetzt noch im Game drin. Das ist hier, glaube ich, so. Bei Clash of Clans ist das Spiel ja vorbei. Jawohl, wir sind noch dabei. Und ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich gewesen hier, dass ich einmal raus war. Aber wir haben, okay, 4-4, das geht aber noch. Der hat natürlich wirklich so einen kurzen Radius hier nur, beziehungsweise so einen kurzen, so richtig kann ich den echt noch nicht. Vielleicht hätte ich doch mit dem üben sollen, aber der Gegner ist natürlich auch nicht schlecht. Da ist aber der Rabe, glaube ich, kann das sein, Rudi der Rabe, komm. Den machen wir mal weg. Ich habe noch nicht einmal den Special gemacht oder machen können. Also den muss ich echt mal üben. 11-1 für den Gegner. Okay, das lag jetzt vielleicht daran, dass ich nochmal gewechselt habe. Brawl vorbei. Na, shit.
Fängt ja echt gut an mit der Schaufel hier, aber ich verliere hier keine Pokale. Das ist das Gute und ihr seht, ich habe richtig Marken am Start. Ich verlasse in jedem Fall. Ich habe richtig Marken am Start, denn ich habe hier nett geshoppt die Tage. Ihr seht das, ich habe auch keine Juwelen mehr. Ich habe mir nämlich komplett Marken gekauft. Ich glaube 2000 Marken habe ich gehabt und deswegen habe ich auch im Moment überhaupt keine Juwelen oder so. Ein paar sind aus den Kisten wiedergekommen. Ah, mal sehen, wie die Ionen die jetzt wird. Also an dem muss ich mich echt gewöhnen. Das ist noch nicht so mein Ding hier. Ja, und danke Frank, dass du mir gleich einen reinballerst. Auch nicht schlecht. Sein eigenen Mate, habt ihr das gesehen? Sein eigenen Mate. So, die stehen da aber auch noch rum. Okay. Oh, der hat auch so Mortis da. Ay, shit. Ah, okay. Also Mortis gegen Mortis. Nur in... glaube ich, im gleichen Team kann es nicht zwei Brawler geben, kann das sein. Und der macht das auch ganz gut hier. Ich habe immer noch nicht einmal den Special hier machen können. Gottes Willen, ey, das ist, ja, das ist ein toller mythischer Brawler. Aber ich denke mal, ihr packt mir das wieder nett in die Kommentare, wie man den denn am sinnvollsten spielt. Und so wie ich es da gerade wahrscheinlich mache, so geht es nicht. Oder habe ich wenigstens mal zweimal gehittet hier. Okay, den haben wir auch gehittet. Komm. Ah, schade, da hätte ich jetzt mein Special machen können, den hätte ich heilen können. Okay, habe ich den Special jetzt noch offen? Ich habe ihn noch offen. Okay, damit kann ich mich heilen, glaube ich, oder? Damit heile ich mich. Aber ich muss jetzt erstmal... So, da ist der Schwarm. Okay. Und da kriegen wir jetzt auch die ganzen Dinger hier. Oh, 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 oh. Donnerwetter. Alter, wenn der das doppelt macht hier, das ist ja richtig krank. Das ist... Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aber gerade mal ein bisschen weg, denn ich habe auch ein paar Juwelis. Rotes Team hat allerdings schon wieder ein Update. Beziehungsweise hat jetzt schon wieder... Ich kann mich einmal durchheilen. Und kriegen wir den? Komm, wir müssen den Mortis da kriegen. Da unten ist der... Der hat doch die ganzen vielen Marken. Ach nein, scheiße. Weg, geh weg da. Oh, mit der Schaufel nach hinten schlagen. Das ist ja wieder verloren. Ey. Ich würde aber gerne heute noch eine Runde mit dem gewinnen, muss ich mal sagen. Schade, die wollen nicht nochmal mit mir spielen. Na, ich kann es denen auch nicht verdecken. Und wir haben in jedem Fall noch eine Kiste hier aufzumachen. Die mache ich jetzt auch. Vielleicht ist ja was drin, wo wir den Helden hier gleich mal leveln können. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Okay, da haben wir was für Brock. Und ich erhalte das, alles klar. Gucke mal so ein bisschen nach da. Das ist natürlich auch dusselig. Ich sollte nach da gucken. Wir sind immer noch in der Juwelenjagd. Ich bin immer noch mit dem mythischen Brawler unterwegs. Ja, den muss ich echt mal ein bisschen üben. Und es gibt ja, glaube ich, so einen Modi, da kann man so ein bisschen üben. Ne? So ein eigenes Spiel machen. Und vielleicht sollte man gerade so einen, den man ja mal so gar nicht kann, doch so ein bisschen... Eieiei, den muss man echt schnell spielen. Komm, Schippe. Oh, gut, den haben wir da weggemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt machen wir Rudi den Raben da weg. Komm. Rudi, komm her. Komm her, Rudi. So, da haben wir den Rudi schon mal. Und mich haben sie aber jetzt auch gerade erwischt. Der Brock hat mich erwischt. Kommt, holt euch die Marken da vorne. Jawohl, 4-2. Ah, das lässt ja so ein bisschen was hoffen. Komm, den Brok müssen wir da wieder wegmachen. Der ist nämlich echt scheiße. Habe ich meinen Heil noch rausgekriegt? Ne, habe ich glaube ich nicht rausgekriegt. Also den muss man auch, glaube ich, wieder so aggressiv spielen. Hier habe ich mal wieder so ein bisschen das Gefühl. Und den muss ich schnell spielen. Alter, den muss ich wirklich schnell spielen. Den muss ich echt schnell spielen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Gegner hat schon wieder ein paar mehr Brawls als wir, beziehungsweise mehr Edelsteine als wir. Mehr Brawls kriegen die natürlich nicht. Und ich kriege den Heil gar nicht durch. Das ist echt eine schnelle Spielfigur. Jetzt hat schon wieder der Kollege da oben, der Tank, nicht der Frank, der Tank, sondern, ich mache es natürlich auch immer zur absolut verkehrten Ecke, aber siehst du, da, den wollte ich eigentlich weghaben. Und da hat mich jetzt aber dieser kleine Rudi der Rabe geholt. 7-7, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen spannender, als das es eben war. Eben war es doch... Oh, da ist er schon wieder, ey. Nein, nein, nein. Versteckt er sich. Diese Verstecker, die kann ich auch gar nicht ab. Überhaupt nicht, kann ich euch sagen. Die kann ich wirklich nicht leiden. Und wir haben jetzt hier...
wir haben jetzt endlich mal das Showdown hier. Jetzt können wir uns hier auch mal schön in die Ecke stellen. So, da könnt ihr uns jetzt mal noch so ein bisschen weiter hier noch mehr in die Ecke rein. Einmal gemacht, einmal durchgehalten. Brawl vorbei. Meine Herren, ich... Geht doch. Ich bin zwar nicht der Starspieler, aber ich kriege 6 Pokale jetzt endlich dabei. Und ich glaube, ja, das sieht ganz... Das ist echt super. Jawohl. Also so geht es hier immerhin eingewonnen mit dem mythischen Brawler. Ich verlasse auch in jedem Fall mal. Und wir sind, ja, wir sind ganz, ganz schön nah an 1700 dran. Also ich bleibe hier in jedem Fall am Ball und werde den jetzt noch mal so ein bisschen mehr spielen, glaube ich, in den anderen Modis. Mal sehen, wie er da so ist. Bisher habe ich den nur in der Juwelenjagd als Gegner kennengelernt. Aber ich glaube, die Runde hier war in jedem Fall ganz gut. Also das soll auch nur ein kleines Update sein. Also eine Runde Brawl Stars mit mir. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann pinnt mir das ruhig unten rein. Unter Umständen spiele ich es dann auch ein bisschen mehr mit euch oder für euch. Denn der Simi wollte mich eben hier schon einladen. Also auch hier sind wir nach wie vor im Clan Clubbude. Und ich glaube, wir suchen auch immer noch Leute. Denn hier wird immer noch krass und viel gespielt. Ich kriege das überall immer mit, wenn ich die Modis hier annehme und so. Dann bin ich ja kurz mal da, gucke einmal kurz mal rein. Also, kurzer Update-Status. Mythischer Brawler, geiles Ding. Bis dahin, euer Toto Broad.